Nun, Herr Berges, gedieh als Spross einer alten, eingesessenen Bauern- und Schnapsbrennerfamilie, als Sohn und Bruder eines Zahnarztes, auf dem Nährboden eines gesunden und strebsamen Bürgertums. Da die Familie ihm jedoch keinen Grund und Boden bereitstellen konnte und ihm somit die ökonomische Basis seines Planes fehlte, entschied er sich, sogar mit späterer Unterstützung des Vaters, Maler zu werden. Gangart aufrecht, jedoch unsoldatisch. Die Hosen meist ungebügelt, jedoch nicht ohne gewisse modische Attitüden. Seine Sprache weist ihn nicht gerade als Bayern aus. Physiognomie der Landschaft angemessen, klar und kantig. Jedoch durch einen Bart zum Teil verunstaltet. Er kann 71 Krawatten, 16 Jacken und eine Hose sein eigen nennen. Er hält sich für einen guten Maler. Bemühungen, diese zu zerstreuen, sind bisher nicht gelungen. Ja, ich bin ja eigentlich sehr wohlbehütet aufgewachsen. Meine Geschwister waren alle erheblich älter. Ich war sozusagen Nachkömmling. Dann hatte ich auch noch das Pech, dass meine Geschwister sehr tüchtig waren und ich große Probleme in der Schule hatte. Und das hat mich eigentlich bis, nicht ins hohe Alter, aber bis über die Pubertät hinaus begleitet. Dadurch, dass ich sozusagen nachkomme, nach meine Geschwister erheblich älter sind als ich, waren die Zeiten sicher anders. Und dadurch, dass ich eben auch nicht so wahnsinnig gut gespurt habe in der Schule, gewisse Resignation bei meinem Vater sicher da, als er sich mir erlaubt hat, Kunst zu studieren. Ich habe die Schule gehasst auch. Ich habe die Lehrer auch gehasst. Sie hatten auch noch ein gewisses Gedankengut, was mir sehr zuwider war. Und ich habe auch dagegen revoltiert. Ich habe auch richtig Stress gemacht. Ich habe mich sogar mit einem Lehrer mal geprügelt. Und sonst habe ich das ganz selten gemacht. Sonst habe ich mich selten geprügelt. Ich bin dann, habe dann vorzeitig die Schule verlassen, um eine Lehre anzutreten in Oldenburg, um über diese Lehre als Drucker ins grafische Gewerbe zu gehen, also Grafiker zu werden. Und das ist mir dann auch gelungen. Dann habe ich in Bremen an der Kunstschule eine Grafik studiert. Habe aber sozusagen meine Pflicht getan, aber darüber hinaus eigentlich nur gemalt. Was mit dem Studium der Grafik überhaupt nichts zu tun hat. Und habe darüber Kontakt gekriegt mit Johannes Schreiter, der damals Lehrer der freien Malerei war. Und mit dem eine sehr intensive Beziehung aufgebaut habe. Und dann kam das Thema Bundeswehr. Ich musste also Bremen verlassen und musste nach Berlin, irgendwie auf irgendeine Art und Weise nach Berlin kommen. Und habe mich dann in Berlin beworben bei Alexander Camaro in der freien Malerei. Und das hat damals Johannes Schreiter sehr unterstützt. Und auch eigentlich meinen Vater dazu überredet, das mitzutragen. Ja, und dann bin ich nach Berlin gekommen, zu Camaro. Und habe dann mein Studium da fortgesetzt, beziehungsweise auch beendet. Ja. Und hatte dann auch so die ersten kleinen Erfolge mit Ausstellungen und gewann den ersten Kunstpreis und das erste Stipendium. Und also da fing eigentlich für mich das Leben an. Aber ich sehe, wahrscheinlich ist er nach Berlin gegangen, um endlich auszubrechen aus dieser heilen Welt. Ich glaube, das ist ja heute noch so. Alle jungen Leute gehen nach Berlin, weil meinen, da tickt die Welt.
Und das ist auch gut so, weil ich glaube, dass es einfach eine kreative Stadt ist. Als ich angefangen habe, in Berlin zu studieren, habe ich natürlich da mit offenem Mund gestanden. Und da kam mir da der entgegen und der, die man sonst sozusagen nur aus Zeitschriften, Halbgötter als Künstler begegneten. Und bis man dann begriffen hat, dass sie auch nur mit Wasser kochen, habe ich relativ lange gebraucht. Und sicher habe ich auch durch diese Situation, durch meine Erziehung oder durch mein Leben auf dem Lande natürlich auch gewisse Komplexe gehabt. Ne? Und da waren einfach Stars, die selbst in meinem Alter schon ein Selbstbewusstsein hatten. Da konnte man nur staunen. Er ist irgendwie tief auch verwurzelt, ja. Vielleicht hat es auch mit seiner intakten Familie zu tun und die dadurch geprägten Wertvorstellungen, ja. Denn ich habe für mich war das ein Erlebnis, in eine Familie zu kommen, wo so ein Zusammenhalt war und so eine Nähe. Er kam ja auch nicht direkt aus Kloppenburg, sondern war ja erst in Bremen an der Hochschule. Ja. Und das war ja, damals. Nein, das war damals schon auch nicht ganz ohne. Ja, aber in Berlin, das war natürlich das große Ziel. Er war immer für mich ein Stadtmensch. Ich hätte nie gedacht, dass er irgendwie auf dem Lande lebt oder vom Lande kommt. Also für mich war es immer ein Städter. Also so in seiner Ausstrahlung und wie er so auftritt. Und also weltmännisch eben. Also nicht Provinzler. Ich habe natürlich von Berlin unheimlich viel gelernt. So Lebenserfahrung und... Und an der Hochschule glaube ich eigentlich überhaupt nicht. Das war ein Hochschulbetrieb. Du hast dich, wenn man nicht sehr diszipliniert gewesen wäre, von Hause aus oder von sich aus, ich hätte das Studium auch ganz sicher durchziehen können, indem ich nichts getan hätte. Ne? So absurd eigentlich. Du lernst ja noch nicht mal eine Rechnung zu schreiben. Ne? Und das ist ja für den Künstler mit das Wichtigste überhaupt. Und, das finde ich schon erbärmlich. Aber ich habe es ja anders gemacht. Ich habe stramm gearbeitet und hatte ja auch Ambitionen. Ich wollte ja auch zu Potte kommen und wollte ich auch mal ein paar anständige Bilder malen und kam dann auch eben mit Leuten zusammen, die das auch etwas ernsthafter betrieben haben, die ihren Beruf oder ihr Studium. Und dann kam ich zu der Gruppe Groß-Görschen 35, zu Peter Sorge, Hödicke, Petrik, Diel, Bär. Und die hatten eine Selbsthilfegalerie gegründet. Die stellten sich gegenseitig aus, teilten sich die Miete und hatten da einen regen Galeriebetrieb. Und die Ausstellungen wurden absolut zur Kenntnis genommen. Also auch von Leuten, die aus Westdeutschland oder sonst wo nach West-Berlin kamen. Es gab eigentlich nur ganz wenige Galerien, die überhaupt zur Kenntnis genommen waren. Das waren Springer, Schüler. Und dann war es schon fast Groß-Görschen. Und dann habe ich da ausgestellt, 1965, ich weiß es jetzt nicht genau, 65 glaube ich. Und das war damals ein großer Erfolg. Und ich war noch nicht mit meinem Studium fertig. Ich hatte meine erste Reise gemacht mit meiner Frau nach Griechenland. Und auf dem Rückweg wusste ich, dass im Haus der Deutschen Kunst in München die Burda-Preise vergeben werden und die große Ausstellung der Deutschen Kunst eröffnet wurde. Und dann habe ich meine Frau überredet, lass uns doch über München nach Berlin fahren. Und kurz vor München mussten wir noch mal tanken und dann habe ich da die Süddeutsche hängen sehen. Und da habe ich mir die geholt. Da stand auf der ersten Seite,
der Süddeutschen Buddha-Preise vergeben. Und dann lasse ich meinen Namen. Und das hat mich natürlich schier umgehauen. Meine Frau war, was passiert? Die hat gedacht, also ich bin einer Ohnmacht nahe. Und bei der Preisverleihung, zu der ich ja nicht erschienen war, weil ich lieber auf der Tankstelle war, hatte dann der Buddha gesagt, also leider ist der Berg ist nicht da, der ist in Griechenland. Na, den können wir irgendwie später das überreichen. Es waren immerhin, ich glaube, 2.500 oder 5.000, ich weiß es nicht mehr, D-Mark. Solche Dinge haben natürlich meinem Vater sehr gut getan. Eigentlich noch viel mehr gut getan als mir. Das hat ihn dann sozusagen auch bestätigt, dass er den Mut gehabt hatte, mich zu unterstützen und sozusagen das noch, den Erfolg sozusagen noch erleben durfte. Ich habe dann natürlich sehr früh im Studium Reisen unternommen und hatte auch so Schlüsselerlebnisse. Ich weiß gar nicht, wann das genau war. Ich habe durch reinen Zufall in London in der Caspian Gallery die erste Ausstellung von David Hockney gesehen und die mich schier umgehauen hat. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, die ich glaube auch, hat das Einfluss auf mein ganzes Leben gehabt, diese Ausstellung, der Besuch dieser Ausstellung. Und das war die erste Ausstellung von David Hockney überhaupt. Und die Bilder waren damals, alle berühmten Bilder, die heute, weiß ich was, im Museum of Modern Art oder sonst wo hängen, waren da versammelt. To Man in a Shower und weiß ich was, diese ganz bedeutenden, ganz frühen Werke von ihm. Das hat mich schwer beeindruckt. Und zwar eigentlich nicht nur in erster Linie wegen der Malerei, sondern diese Leichtigkeit und dieser Optimismus, hat mich begeistert, hat mich einfach Fröhlichkeit und auch diese positive Einstellung. Und das ist etwas, was mich auch gestört hat im Studium, was mich auch wahnsinnig gestört hat in der ganzen Kunstszene. Wir waren alle eigentlich so ein bisschen depressiv. Und das musste man auch sein. Und das war gegen meine Natur. Das habe ich auch nie hingekriegt. Das war mir immer klar, dass Kunst auch nicht so ein einfaches Geschäft ist. Also Künstler, man hatte ja im Studium auch Freunde und da waren immer Leute dabei, die ein geniales Auftreten hatten und dann von sich überzeugt waren. Da konnte man nur staunen und sich wundern. Und mir war das vollkommen klar, dass da ohne Fleiß und ohne Ernsthaftigkeit da in dem Beruf nichts zu machen. Werner hat immer sehr viel gearbeitet, weil er gesagt hat, nur so kann sich was entwickeln, indem man da sitzt und auf die Inspiration wartet, sondern nur durch die Arbeit. Keiner hat ihm das diktiert, keiner hat einen Zwang auferlegt, das kam immer aus ihm. Die Eigenschaften, die er sich sozusagen, die er in Kloppenburg erworben hat, ja, das sind ja durchaus auch positive Dinge gewesen, von denen man heute froh sein kann, dass er sie mit nach Berlin gebracht hat. Ja. Insbesondere seine Disziplin. Ja. Also das ist ja wirklich bemerkenswert und festhaltenswert, ja, mit welcher Disziplin er sich der Kunst gewidmet hat, immer Wert auf gute Materialien gelegt, hat immer sehr sorgfältig gearbeitet, hat sich immer sehr gut überlegt, wie sich das eine zu dem anderen verhalten wird. Moment, muss ich wieder
Ich war immer ein Ästhet und das war mir immer so wichtig. Und es war so, ich habe manchmal wirklich vor Bildern gestanden und habe gedacht, wie kann man nur sowas malen? Wie kann das nur funktionieren? Und ich habe natürlich auch ganz bewusst sozusagen nur die schönen Seiten der Werbung sozusagen aufgegriffen. Und wenn man das jetzt, kann man das natürlich auch so formulieren, dass ich dann sozusagen diese Damen von ihrem eigenen Auftrag für das und das Werbung zu machen, von diesem Produkt befreit habe, indem ich sie sozusagen aus diesem Zusammenhang herausgeholt habe, dann kann man das so sehen. Und ich habe es damals, glaube ich, so gesehen. Und aber im Endeffekt ging es mir eigentlich auch um die Darstellung der Frau in meinem Sinne oder in meiner Vorstellung. Er ist ja immer ein Ästhet gewesen. Und Schönheit und Anmut und alles, was dazugehört, das sind wohl die Formen, die ihn daran faszinieren, denke ich. Oder das Verlockende oder wie auch immer. Das ist für mich die Krönung der Schöpfung. Die Frau. Schwierig, über die eigene Kunst zu reden. Das ist einfach, das ist mir eigentlich auch, das liegt mir eigentlich überhaupt nicht. Meine Malerei ist ja im Prinzip anonym. Also eigentlich könnte ich meine Bilder, Entwürfe machen und sagen, so hier ist ein sehr guter Grafiker, mach mir das mal bis heute Abend fertig. Und es kommt nicht auf die Handschrift der Aussage oder des Bildes, kommt es natürlich an, aber nicht, wie es gemalt ist. Und das ist eben das, was auch gewisse Vorteile hat natürlich, ne? Dass man sozusagen die Flächen könnte man malen lassen. Und ich habe früh begriffen, dass ich vielleicht gar nicht malen kann und mich dann sozusagen auf das Grafische zurückgezogen habe. Aber es gibt eben auch unheimlich viele Künstler, die es nie begriffen haben, dass sie gar nicht malen können. Oh, wieder eine schöne Ausstellung. Dieser Begriff Pop Art hatte ja zu der Zeit einen großen Ugu in Deutschland. Das war ja nicht, das war nicht so, wie das heute dargestellt wird oder heute, dass das von vornherein so akzeptiert wurde. Die Pop Art hat einen riesen Einfluss gehabt und sozusagen der breiten Bevölkerung einen Zugang zur Kunst geschafft hat. Das hat sie nämlich vorher nicht geschafft. Das ist alles Einbildung. Das ist wirklich absurd, wenn gesagt wird, dass nach dem Kriege, weiß ich was, die Informellen irgendeinen Einfluss auf die Gesellschaft hatten. Die haben das, die sind sozusagen angenommen worden von Leuten, die ohnehin sich für bildende Kunst oder für Kunst interessiert haben. Während die Pop-Art hat eine breite Bevölkerung sozusagen in die Museen gebracht. Und das ist auch nie später wieder so gelungen, wie das die Pop-Art gemacht hat. Das ist einfach so. Und wenn man heute sagt, dass in die Museen mehr Leute laufen als in die Bundesliga-Stadien, dann liegt das einfach daran, weil eben diese Kunst die Leute in die Museen geholt hat. Und jetzt gucken Sie sich auch was anderes an. Aber nach wie vor ist das die Kunst, die die meisten Leute interessiert. Und davon habe ich natürlich jetzt, profitiere ich. Aber zu der Zeit ist das ja gar nicht zur Kenntnis genommen worden. Allen, denen ich in Berlin gesagt habe, wir ziehen übrigens weg von hier. Die haben dann gesagt, ja, das ist ja schön, macht dich doch bloß nicht interessant. Das ist doch wohl lächerlich. Hat mir keiner geglaubt. Das haben die mir nicht geglaubt. Ja, und plötzlich waren wir weg.
Es gab für mich auch künstlerischen Rückschlag. Und zwar, das habe ich vielleicht damals gar nicht so empfunden. Ich hatte meine ganze Thematik, die ja nun auf die Frau beschränkt war, habe ich irgendwie in Frage gestellt hier. Ich habe gesagt, du sitzt hier zwischen den Weinreben und malst nackte Frauen. Das passt ja überhaupt nicht. Ne? Und ich kam mir irgendwie unglaubwürdig vor. Und dann habe ich angefangen, ganz konventionelle Bilder zu machen, Interieurs, meine eigenen Hände bei der Arbeit, Umgebung, Landschaft. Das war eine Zeit lang, das habe ich vielleicht anderthalb Jahre, zwei Jahre gemacht. Da wurde mir natürlich dann unterstellt, jetzt versucht er das auf diese Art und Weise. Das ist alles Quatsch. Das sind auch Überlegungen, die falsch sind. Man kann eine Karriere so überhaupt nicht planen. Das ist Unsinn. Ich weiß gar nicht, ob ich mich als bildender Künstler oder als Maler oder als Kunstmaler oder Anstreicher bezeichnen soll. Ja, Künstler, würde ich sagen. Also auf jeden Fall ist er immer Künstler gewesen. Es gibt ja viele Künstler, die mal Künstler sind. Dann sind sie Kunsterzieher, dann sind sie dies und das. Also ich glaube, dass er immer nur als Künstler gearbeitet hat. Und es gibt ja viele, die sagen immer, ach, wenn du mal eine Ausstellung machst, dann male ich dir mal ein paar Bilder. Also so ist es bei ihm nicht. Er hat eben ein großes Œuvre, aus dem man eben auch schöpfen kann. Was ich sehr wichtig finde bei einem ernstzunehmenden Künstler. Also ich glaube schon, dass Werner Berges im Kontext zu anderen Künstlern heute, also auch mit seiner ganzen Geschichte, durchaus unterschätzt ist. Worauf ich sehr, sehr stolz bin, dass Werner nie irgendwie sich vermag. Ich habe ja so ein Beispiel genannt, wie andere Künstler an einen Rand treten und nach Kontakten fragen zu bestimmten Druckerzeugnissen, sage ich mal vorsichtig. Das Werner nie so war. Ja? Und das kann man jetzt als kommerzielles Versagen deuten. Ja? Also ich bin da stolz drauf. Ich hatte immer Druck von außen. Ja, du musst ein bisschen teurer werden und so weiter und so fort. Aber ich bin ja im Endeffekt gut damit gefahren. Ich konnte immer von meiner Kunst leben. Ich habe immer gut verkauft. Und wenn jetzt die Leute davon profitieren, sollen sie. Werner hat in der Tat, als er nach dieser ganz, ganz heißen Zeit in Berlin, wo er ja wirklich eigentlich verheizt worden ist, ja, wo ihm die Leute die nassen Leinwände von der Staffelei gerissen haben, ja, und er gar nicht so schnell malen konnte, wie er es verkaufen konnte. Da ist ihm ja irgendwie dann auch der Kragen geplatzt und dann hat er sich von Berlin verabschiedet und ist hier runtergezogen. Und hat auch da einen sich von einer ganzen Reihe von Galerien verabschiedet und hat einfach versucht, sich etwas mehr abzuschließen. Und sozusagen die Vermarktung über die Galerieprofis nicht so zu forcieren. Er hat immer ein sehr offenes Atelier gehabt, wo jeder willkommen war, der sich für seine Arbeiten interessierte. Aber er hat sozusagen nach diesem schrecklichen Erlebnis mit dem Marketing-Aspekt des Kunstmarktes, hat er sozusagen versucht, seinen eigenen Weg zu finden. Du musst versuchen, deinen Weg zu finden und den musst du gehen. Und selbst wenn die Leute sagen, warum machst du das da, warum nimmst du das und warum tust du das, das geht nicht. Man muss seinen Weg versuchen zu gehen und das dann die Leute davon zu überzeugen. Ich habe damals ja immer angestrebt, sozusagen freier Künstler zu sein. Ich habe auch nie die Ambition gehabt, eine Professur anzustreben, weil ich einfach, das ist für mich die größte Qualität überhaupt an meinem Beruf, die Freiheit. Und das ist mir gelungen. Ich bin niemandem verantwortlich, nur mir bzw. meiner Familie, aber ich habe keine Verpflichtung irgendwelchen Schülern,
irgendwelchen anderen Menschen gegenüber. Und ich kann künstlerisch machen, was ich für richtig halte. Und ich kann entscheiden, was ich heute tue, beziehungsweise was ich morgen tue. Und was ich male oder was ich nicht male. Heute sehe ich das als Privileg, absolutes Privileg, ne, dass ich Künstler bin. Das ist für mich ein ganz großes Geschenk. Und da kann man dann auch das eine oder andere Opfer vielleicht bringen. Eine der wenigen Dinge, die ich als negativ beurteilen würde, ist, der Beruf ist einsam. Dir fällt manchmal die Decke auf den Kopf. Wenn du hier sitzt und nichts Besseres vorhast, als ein Bild zu malen, und da kann es passieren, dass dir die Decke auf den Kopf fällt. Und deswegen kann ich verstehen, dass einige Leute lieber in der Großstadt wohnen als auf dem Lande. Und das war sicher bei mir mein Gedanke früher auch. Ich wäre vielleicht nicht aus Berlin weggegangen, wenn ich die Familie nicht gehabt hätte. Annette ist jetzt seit 49 Jahren meine Frau, die Mutter meiner Töchter, meiner zwei Töchter, die natürlich ein großes Glück für mich sind. Ich bin niemand, der schreien kann, und ich habe es einmal versucht. Da hat er gesagt, lass es, du kannst gar nicht schreien. Und dann habe ich das auch wieder aufgegeben. Ich habe ihm ja auch mal vor Jahren gesagt, dass wir uns immer noch so gut verstehen. Das hat nur damit zu tun, dass ich so ein gutmütiges Schaf bin. Ja? Weißt du, was die Antwort war? Schaf stimmt. Und schon habe ich mich ausgeschüttelt vor Lachen, anstatt das Messer zu zücken. Es ist mehr als einmal passiert, dass ich ins Atelier kam und sagte, das ist ja ein tolles Bild, was da entstanden ist. Guckt er mich an, völlig verdutzt. Ich sage, ja, warum guckst du denn so? Sagt, das wollte ich gerade übermalen. Sag ich, nee, das wirst du nicht tun. Sie hat immer für alles Verständnis gehabt, was ich gemacht habe. Sie hat mir nie in die Karten gespuckt. Was nicht heißt, dass sie da stand, gesagt hat und mir ständig auf die Schulter geklopft hat. Ganz im Gegenteil, sie war wahnsinnig kritisch. Sie war sehr kritisch. Was mir aber sicher geholfen hatte. Auf was bin ich stolz? Ich bin eigentlich stolz. Natürlich gebe ich zu, dass ich auf meine Arbeit stolz bin, aber ich bin auch auf meine Familie stolz. Ich bin stolz darauf, dass ich es geschafft habe, ein freies Leben zu führen.